Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Wir wollen heute mal, die nächste Station von der Ollen suchen, ne? So, Baumstamm. Ich meine, Holz haben wir jetzt eigentlich ohne Ende. Aber man weiß ja nie, ne? So, und wenn wir nämlich zu ihrem Lager kommen, finden wir da bestimmt eine Menge Munition. Fehlte mir jetzt eigentlich Holz, um das Ding zu bauen? Weil jetzt müsste ich eigentlich wieder genug haben, oder? Wo ist mein Häuschen? Häuschen, Häuschen. Oder war das jetzt meine Waffenwerkbank? Ich wollte eigentlich meine Waffen modifizieren, ne? Na, guck mal. Rote dran haben wir auch noch hier. Rüstungsserver, klar. Was fehlt mir denn noch für die Waffenwerkbank? Zahnrad. Das ist natürlich eine andere Nummer, ne? Da kommen wir nicht ran. Schade eigentlich. Na gut. Knüppeln wir uns weiter durch die Gegend, weil wir all unsere Munition verschossen haben. Weil ich doof bin. Und hoffen, dass wir einfach mal wieder Munition finden. Weil sonst wird wahrscheinlich irgendwo ein gesuchter Spieler auftauchen und wir haben keine Munition. Da müssen wir hinlaufen und ihn zerprügeln. Oh, ein bisschen ungünstig. Da ist schon wieder so ein Ding. Eingeforderte Sachen? Man kann Sachen anfordern? Als Quest? Oder wie? Das ist ja auch cool. Vielleicht kommt das alles später, erst mit Level 10 wird das vielleicht freigeschaltet. Wer weiß. Welches Level haben wir jetzt eigentlich? Sehe ich das hier irgendwo? Wir sind Stufe 7. Na gut, das dauert noch ein bisschen. So, zurück in Town. Sutton. Und ich habe natürlich schon wieder Durst. Auf! Wieso habt ihr eigentlich keine Munition dabei? Findet ihr das nicht ein bisschen unfair? Dass ich auf euch zulaufen muss? 10 mm Pistole, oh Gott. Endlich mal wieder eine 10 mm. Halt, Red Rocket. Bis zum... Red Rattenjungtier, okay. Wer schießt denn da noch? Erstmal ein bisschen Musik hier, ne? Patronen, 10 mm Patrone, Jagdgewehr, Leuchtvisier, was? Hey, was soll denn das? Wir schießen da. Ja, du bist ein Held, ey. Soll ich jetzt extra zu dir kommen, ja? Findest du das fair? Hätte ich ja weggeschossen, aber. Ich habe gerade keine Waffe ausgerüstet. So, wir haben bekommen. Oh, wir haben jetzt Munition dafür. Ernsthaft? Jagdgewehr. Pumpgun da. 17 Stachel mit Leuchtvisier. Ja, testen wir das hier mal. Splittermine. So, mein Freund, jetzt kriegst du aufs Maul. Komm doch her. Komm, willst du noch mal schießen? Dann tu's. Ist das die Red Rocket Raststätte, die wir gesucht haben? Wo ist mein Notizblock? Er ist verschwunden. Auf den Dächern, ihr seid so eine Schweine, ne? Ist unglaublich. Ach da.
Östlich von Red Rocket Megastop. Ich glaube nicht, dass das der Megastop ist, oder? Dann nennt man den allgemein so. Du kleiner Scherzkick, kommst da jetzt runter. Kannst ja mal versuchen, östlich. Ich weiß zwar nicht mehr, was ich gesucht habe, aber ich weiß, dass ich irgendwas gesucht habe. Und wir haben noch eine Schatzkarte, ne? 6. Könnte das sein? Ach, Junge. Schießt dir einen Fuß, wenn es sein muss. Wie weit östlich denn überhaupt? Hier sind jetzt Schienen. Kann sich noch wer erinnern, auf was sich das bezog? Ist gut, dass ich mir das aufgeschrieben habe, dass östlich irgendwas vom Megastop sein soll, aber ich weiß jetzt hier was. Repent. Wie, ich bin schon überladen? Anführertagebuch. Das ist doch echt unfassbar. Ja, wie kann man so dämlich sein und nicht diesen Strich treffen können? Wie diese Typen auf meinem Quatsch anspringen. Das ist so viel einfacher als... Toll, jetzt hast du ihn getötet. Ich wollte eigentlich... Erfahrung haben. Ich bräuchte eine Werkbank. Ich darf nicht mal jeden Scheiß mitnehmen, ey. Oh, ist ja gut. Ist doch einfach echt unfassbar, wie diese Typen auf meinen Quatsch anspringen. Das ist so viel einfacher, als sie zusammenzutreiben. Das ist doch echt unfassbar, wie diese Typen auf meinen Quatsch anspringen. Das ist viel einfacher, als sie zusammenzutreiben und sie für ihren Kram umzulegen. Ich brauche einfach bloß einen bereitwilligen Blödmann, der mir den Großteil der Arbeit abnimmt. Es werden schließlich jeden Tag mehr. Vielleicht Ivis oder Margaret. Ja, Margaret wäre vermutlich besser, weil mich keiner für eine alte Oma sitzen lassen wird. Ivis könnte mir mit seiner seidigen Schmalzlocke und diesem netten Lächeln noch die Schau stehlen. Ich sollte ihn dazu bringen, dass er sich den Kopf rasiert. Immer diese Fragen, Margaret. Nun, ich habe schlechte Neuigkeiten für dich. Wer so viele Fragen stellt, wird niemals die Erleuchtung finden. Das setzt nämlich voraus, dass man seine eigenen Schranken durchbricht und einen am Weiterkommen hindert. Ich werde ihr unter vier Augen sagen, dass sie ein ernstes Problem hat, das sie bloß durch Loyalität überwinden kann. Vielleicht hat man sie in ihrem früheren Leben ja hintergangen und deshalb kann sie niemandem vertrauen. Das ist perfekt. Margaret hat mich in den Seidenhöschen von der neuen Rekruten erwischt. Ich glaube, die kriegt langsam Spitze, was hier wirklich läuft. Ich werde einfach weiter an ihre Eitelkeit appellieren. Soll sie doch den Neuen beibringen, wie der Hase läuft. Dann muss ich einfach immer schön glücklich lächeln und tiefgründig Zeugs faseln, damit keiner vergisst, wer hier der Heilige ist und das Sagen hat. Nicht die alte Giftnudel, sondern ich. Niemand wird dir auf dem Weg zur Erleuchtung folgen, Margaret. Okay, wer hätte gedacht, dass fromme Leute einen Elefanten aus so einer Mücke wie Seidenhöschen machen würden? Das interessiert absolut keinen, Margaret, aber sie ist davon überzeugt, dass sie mich durchschaut hat. Dass ich verdorben bin. Ich habe ihr erzählt, ich würde nach meiner nächsten Predigt abdanken und sie zur neuen Anführerin ernennen. Nur so konnte ich verhindern, dass die fiese alte Hexe mich vor allen Leuten bloßstellt. Aber die wird sich noch wundern. Ich komme hier noch mit all dem guten Zeug davon. Tja, also dass es so grässlich wird, hätte ich echt jetzt nicht gedacht. Kein Wunder, dass man das Zeug gegen Ratten einsetzt. Total widerlich. Ich muss hier weg. Das hier bei dem Gestank einfach nicht mehr auszuhalten.
Ich finde bestimmt eine andere Gruppe, die meine Hilfe braucht. Ich muss nächstes Mal bloß eine bessere Lösung finden, um die Sache am Ende abzuwickeln. Den Gestank werde ich echt nicht mehr los. Also kann ich genauso gut von hier abhauen. Okay. Hat die Leute auseinandergenommen. Hätte ich auch getan. Respekt an dich. Bist ein guter Junge. So, wir bräuchten eine Werkbank. Das wäre ganz cool. So, Wasser getrunken, gleichzeitig Heilung. Hallo, ist da drin die Werkbank? Gut. Suchst du mich? Ich hab den Folter erschossen. Und jetzt erschieße ich dich. Eine Werkbank habt ihr trotzdem nicht, ne? Greaserjacke und Jeans, oh mein Gott. Achso, die habe ich schon an. So ist das halt, wenn man sich selber nicht sieht, ne? Bin schon ein cooler Dude. Herstellen. Herstellen alleine reicht mir nicht. Ich will das dann in der Baum. Na gut. Holz haben wir auf jeden Fall ohne Ende. Melonsaft. Was gibt mir das alles denn? Maximal AP, Gesundheitsregeneration. Oh, ist jetzt nicht so wichtig. Feuersuppe. Eine Fliege. Der Hirsch. Komm, stell ich mir alles her. Essen kann man nie genug haben. Außerdem geht das Erfahrung. Leuchtpilzsuppe. Was haben wir noch so schönes? Red Rattensteak. Ja, cool. Okay, haben wir ein bisschen Fusel für uns. Ich bin zwar immer noch überladen, aber jetzt können wir etwas essen. Ja, das ganze Zeug müssen wir nur ablegen, ne? Ah, sehr schön. Gegenstände verwerten. Waffen. 10 mm Pistolen habe ich eine. Auch eine Impro Revolver sollten wir behalten, ne? Dieses Jagdgewehr kommt weg. Und die 45er behalten wir auch. Kleidung. Räderrüstung rechter Arm. Räderrüstung rechter Arm. Kleidung. So. Perfekt ausgerüstet. Jetzt gucken wir nochmal nach dem Herstellungsprinzip. Improwaffen. Injektor. Das Problem ist halt. Auch wenn ich den Injektor baue, würde es mir halt nichts bringen, weil ich keine Munition dafür habe. Modifizieren, reparieren. Okay, wir hätten hier unsere Planke mit Stacheln. Gut, mehr geht nicht. Dann reparieren wir den ganzen Kram. Ist hier jemand in der Nähe? Ja. Gut, dann ist das kein Wunder. Ja, hier ist auch die Quest niemand. So, gucken wir weiter. Die Jungs kümmern sich, währenddessen ich hier schön bastel. Hier die 10 mm. Ah, Zahnrad, ey, so eine Scheiße. Ja, wieso nicht? Können wir die Reichweite erhöhen? Solider Griff. Magazin brauchen wir jetzt auch keins. Präzision, Reflexvisier. Mündungspresse, oh, Schalldämpfer, würde ich gerne. Waffenschmied, Stückung 2. Lackierung habe ich auch noch keine gefunden. Aber dass es Lackierung gibt, finde ich gut. Hallo. Bitte dich. Jetzt haben die Leute hier was angelockt, ey.
Ja gut, können wir gleich hier wieder Gegenstände verwerten. Gleich die 10 mm weg mit dir. So. Wir hatten hier noch ein paar mehr Waffen. Na, wie sieht's denn aus hier mit... was... Das nutzen wir noch, ne? Stecherabzug, Feuerrate 5. Machen wir erstmal das. Feuerrate 5 hört sich gut an. So, verlängert. Richtig schön snipermäßig will ich damit herkommen, weißt du? Das geht leider nicht, da fehlt mir jetzt die Schrauben. Finden, töten. Oh, nicht schlecht. Komm, ich brauche Schrauben. Oder? Ich hatte hier noch ein Bleirohr, das kann weg. Würde ich hier Schrauben bekommen? Nein. Würde ich hier Schrauben bekommen? Na gut. Haben wir schon mal ein bisschen was gerissen. Besser als gar nichts. Ja gut, questmäßig, wo soll ich da hin? Oh, Splittergranaten. Die Jungs da zwei Splittergranaten haben wollen? Ey! Wollt ihr zwei Splittergranaten? Ist ein eindeutiges Ja. Tschüss. Musste sein, sorry. So, da hoch müssen wir. Ich hoffe, ich habe sie getroffen. Coole Musik. Oh, Vorkriegsgeld. Bastelwerkstatt, hallo. Was können wir denn basteln? Munition. Ach, da können wir Munition herstellen. Stimmt. Hätten wir doch sicherlich auch die Injektor-Munition. Nice. Hallo, schlag mich nicht in den Rücken, sonst muss ich töten. So. Schrotpatronen. Ah, sehr schön. Ich kann mir auf jeden Fall einiges bauen hier. Ah, das hat auch Gewicht. Na gut. Also, wir würden. Ich habe ja jetzt extra hier die Sniper gebaut, ne? 308er war das, glaube ich, ne? 308er, ja. Dann stellen wir uns ein paar 308er her. Bongo, 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 la 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 la. Na 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 na. Okay, mehr geht nicht. Armbrust, ich hätte gerne, ich hätte so gerne Armbrust, Leute. Vielleicht kann ich erzählen, wie sehr ich das haben möchte. Kanonenkugel. Was ist mit dieser komischen anderen? Paddleball-Schnur? Was? Injektor-Munition. Ja, dafür brauche ich auch Schichtpulver. Schade. Aber eine Armbrust. Ich will eine Armbrust. Alter Schwede, möchte ich gerne eine Armbrust. So, okay. Gib mir mal mein. Schönes Jagdgewehr. Ah, oh, das ist schön. Fühlt sich jetzt schon viel jagdmäßiger an. So, ich würde gerne dieses Radio abschalten. Könnte das einer von euch vielleicht schon tun? Weil wenn ich mir gleich hier die Nachricht anhöre, ne? So, eine nur noch da. Hallo Mama, hallo Papa. Ich bin zu Hause. Tut mir leid, dass es so lange gedauert hat. Ich konnte mir nicht frei nehmen. Ich weiß, dass ihr das nicht mehr hören werdet. Aber ihr fehlt mir. Es fehlt mir, wie Papa Aufsätze auf dem Wohnzimmertisch benotet hat. Mir fehlt, wie wir drei uns um das Radio gedrängt und Silver Shroud gehört haben. Papa, du hattest recht, was das Leben unter der Erde anging. 25 Jahre mit denselben Leuten eingesperrt zu sein, war eine Herausforderung. Aber wie sie zusammenkamen, geheiratet haben, Kinder kriegten. Ich glaube, ich habe ein bisschen was von dem mitbekommen, was du und Mama mir immer gesagt haben. Tja, da ich sowieso schon diese Reise in die Vergangenheit unternehme,
Wäre vielleicht ein Spaziergang zur alten Highschool angebracht. Okay, wir suchen jetzt ihre Standorte ab. Ich bin ein bisschen armselig. Ja, da ist aus der Ward gekommen, alles vernichtet. Ich mache erstmal Sightseeing. Erstmal alles klauen. Oh. Rezept leckeres Maulwurfsrattenhack. Nice. So, Sonne. Und guck mal, da laufen die Jungs. Hallo Jungs. Ihr mich bestimmt nicht kennen. Ich nicht der war, der Granate geworfen. Nein, nein, ich habe gesehen, das war ein großer Junge. Gelaufen in die Richtung. Was ist los? Mr. Philipp. Mr. Philipp, ich wünsche noch guten Tag. Ich muss gehen. Ich muss gehen und töten andere Gegner. Keine Spieler. Nein, nein. Ich töte doch keine Spieler. Ich habe Haustiere. Cool. Also, den da hinten, den nenne ich Philipp. Und den hier und den hier vorne nenne ich Patrick. Ich finde, es sind wirklich richtig gute Namen. So, ich hoffe, die verwechseln sich nicht gegenseitig. Das sind echt schwere Namen. So. Wo will ich überhaupt hin? Wir müssen als nächstes zur Highschool. Ich will ehrlich gesagt erstmal nach Hause. Hallo, Mr. Phil. Ich meine Patrick. Was macht Philipp? Wo hast du Philipp gelassen? Ich glaube, der will, dass ich ihm folge. Ist Timmy in den Brunnen gefallen? Ich glaube, Timmy ist in den Brunnen gefallen. Wir müssen Timmy helfen. Der hat nicht umsonst 60 Seconds überlebt. Und weißt du, überlebt 60 Seconds und dann landet er erstmal im Brunnen. Geile Nummer. Wo hast du Philipp gelassen? Steh. Wo will er mich hinführen? Wir folgen ihm einfach, ne? Ich meine, na gut, eigentlich müssen wir langsam aufhören. Ich muss morgen nämlich noch arbeiten. Oh, guck mal, wie ist denn da hinten? Oh, ich mag die neue Waffe. Ja, die hat Stil. Ich brauche noch ein Visier, weißt du? Ein Visier und dann kommt ein anderer Spieler und dann mache ich... Alle sind weg. Ich glaube, ich höre Patrick. Philipp. Sorry, Philipp meine ich. Das komme ich auch schon durch. Lockums Joe. Was haben wir denn hier? Ein Tässchen Elend. Ein Tässchen Elend. Eine postapokalyptische Restaurantkritik von Glenn Ramos. Okay, das heißt, die Welt geht unter und er läuft erstmal durch die Gegend und bewertet Restaurants. Geiler Typ. Geiler Typ. Ich komme gleich auf den Punkt. Wenn diese gottverdammte Apokalypse auf nur ein Gutes hat, dann ist es die Tatsache, dass ich nie mehr einen Kaffee von Slocum's Joe trinken muss. Einem Angestellten von Slocum Joe in die Augen zu sehen zu müssen und mich der Höflichkeit halber für eine 28 Dollar teure, abgestandene, säuerliche Brühe zu bedanken, ist ein schlimmes Schicksal, schlimmeres Schicksal als das nukleare Höhlenfeuer. Ein Stern. Ich wette... Der Typ, von dem er einen Kaffee bekommen hat, das war ein Ghoul. Und der Ghoul hat da einfach nur reingepinkelt. Und jetzt läuft er hier durch die Gegend und macht einen auf Macker. Oh, so ein Bike wiederherstellen und dann fahren. Aber leider geht das nicht. Die Engine von Fallout lässt es nicht zu, dass man Fahrzeuge fährt. Leider. Wieso ist die leer? Was soll das? Hab mich verarscht. Oh, Bastelwerkstatt. Was haben wir denn hier? Justins Notiz.
Nun, es ist also endlich passiert. Die Regierung und die Nachrichten haben nicht gelogen. Ein großer Krieg. Bomben, Raketen und all das Zeug. Und ein Haufen panischer Leute, die versucht haben, sich in Vault 76 zu flüchten. Eine Weile war da draußen ganz schön was los. Ich wurde von allen getrennt. Von meinen Freunden, meiner Familie. Aber das wird schon. Ich finde sie schon wieder. Irgendwann. Außerdem können Christian und die anderen auf sich aufpassen. In der Zwischenzeit werde ich ein wenig auf Erkundungstour gehen. West Virginia mag jetzt vielleicht etwas wilder sein als zuvor, aber aufhalten wird mich das nicht. Justin Cole. Wollte gerade sagen, vielleicht sehen wir ihn ja eines Tages, aber wenn dann nur als Leiche. Wenn du als Leiche. Aber gut, Freunde, ich würde sagen, dann sehen wir uns morgen beim Release von Fallout 76 wieder. Und ich wollte mich eigentlich noch von Philipp und wie hieß der andere nochmal? Oh, jetzt habe ich den Namen schon vergessen. So sehr habe ich sie geliebt. Verabschieden. Ja, Philipp und Terrence, wenn ihr mich hört oder noch hören könnt. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend mit der Fallout 76 Beta. Und vielleicht sieht man sich ja nächste Woche, beziehungsweise für euch morgen. Haut rein, euer Zero. Tschüss.